Schau mal, ich habe noch ein bisschen Platz zu der Augenbraue. Okay? Und jetzt erst gehe ich ganz, beim zweiten Zug, gehe ich ganz nah ran. Und ich kann noch mal ein drittes Mal, seht ihr, jetzt gehe ich noch mal bei und so ziehe mir das ganz nah. Und hier ist der Druck eben wichtig. Schön mit Druck. Ich drücke die Haare dadurch ins Wachs rein. Das merkt man gar nicht, den Druck. Das Nee. ist so Und wie ist angenehm. die Wärme? Gut, voll angenehm. Wieder? Andere Seite. Erstmal grob platzieren, okay? Grob verteilen. Das ist jetzt grob verteilt. Jetzt gehe ich in die Feinarbeit, drücke das Wachs richtig. Und achte drauf, dass hier hinten, wo ich immer abnehmen werde zum Abnehmen, auch genug Wachs ist. So, jetzt machen wir Oberlippe. Liebe Kundin, spann einmal mit der Zunge hier von dahin, von unten. Genau. Seht ihr das? Muss das immer so? Muss immer Ich so? gucke gerade, bei Kathi würde es auch ohne gehen. Manche Leute haben so coolen, ein bisschen hochhelfen müssen, aber bei Kathi geht es auch gut Soll ich so. Nee, helfen? brauchst du nicht. Bei dir geht's. Bin ja nicht runzlig. Ich habe Kleopatra aus. Noch viele Jahre nicht. So, einmal so. Ich spanne raus. Spannt hier raus, gell? So, und dann schaut mal. Bis zum Nasenflügel. Bis zum Nasenflügel. Der gesamte Bereich. Ich dürfte es auch andersrum auftragen, gell? Du kannst auch andersrum und ich gehe ein Stück weit über die Lippe. Weil sonst habt ihr ein toll, wenn ihr hier einen Spalt lasst, dann hat sie da wieder Haare. Super. Jetzt wollen wir mal sehen, ob der auch noch trotz Wachs bleibt, du. Andere Seite? Okay. Aber hierhin? So. Und Oberlippe ist auch tatsächlich bis zur Nase. Okay? Seht ihr das? Stück wieder über die Lippe. Ja? Okay? Jetzt mache ich mit ihr den Wangenbereich. So, jetzt kommt, so ist unser Allergieverdachtstest. Mal gucken, ob sie das verträgt. Schaut mal, so ein Patch reicht. Also Flaumhaar immer so testen. Gut, ich habe es ausgehalten. Mein Foto gleich. Das Ganze ausdrucken und den Bann. Zu Hause könnt ihr einen Kleenex nehmen, die benutzten Spatel da drauf tun und wenn die getrocknet sind, die Rückseite nehmen. Okay? So, jetzt machen wir Kathi noch unten. Kathi, einmal die Lippen reinnehmen. Bisschen nicht viel bei ihr. So. So würde sie jetzt aussehen. Super. Toll, Charles. Okay? Grün-blau. Dann machen wir das jetzt erstmal weg. Wir haben jetzt alles Gegenwuchsrichtung abzutragen, abzunehmen, gell? Also, ich spanne. Ich gehe einmal drunter. Schaut mal, und das Wachs einmal so Super. abheben. Zack. Hopp. Und zack. Ihr hört schon, wie es Haare Wie ist mitnehmen, es, Kathi? ne? Das geht. So, und jetzt schaut es euch mal an, wie viele Haare wir Oh mein Gott. Seht ihr die ganzen Haare? Wahnsinn. Und ihr könnt euch das mal unter der Lupe anschauen. So, Voll und was keine Haare ist, schaut mal. Seht ihr das? Deine Wollt ihr mal alle unter Augenbrauen. die. Und das sind die Wurzeln. Da muss ich Weil das war so auf der Haut und was ihr seht, sind die ganzen Haarzwiebeln korrekt war. Mary, siehst du das? Guck mal, du kannst ein Foto, wenn du willst, von oben über die Lupe machen. Da sieht man es besser.